Guten Morgen, Motivationsjäger. Heute hier noch in Andorra, Italien. Gerade habe ich im Fernsehen etwas gesehen, das mich sehr bewegt hat. Zwei alte Menschen gesehen, die sind aus Deutschland, also von Deutschland ausgewandert nach Bulgarien und haben ihr Leben da in Bulgarien, also die verbringen ihr Leben in Bulgarien, weil die Rente hat nicht ausgereicht und jetzt in Bulgarien können sie sich dann für die Hälfte das Leben leisten und und. Jetzt natürlich, es wird immer schlechter, weil die immer schwächer werden, aber die haben gesagt, die bleiben in Bulgarien und die kommen nicht mehr zurück nach Deutschland. Dann war vorher ein Erdbeben in Italien auch, auf der Insel, also im Süden. Und es sind viele Leute gestorben und Urlauber sind auch betroffen. Was ich damit meine ist, es kann ganz schnell vorbei sein. Das bedeutet, es gibt Leute, die sagen, ja, wenn ich jetzt 65 Jahre alt werde, dann werde ich in meinem Leben das machen, was ich immer machen wollte. Wenn ich 67, weil bald werden wir mit 67 bis 67 Jahre also arbeiten müssen, um unsere Rente zu bekommen, falls wir welche bekommen. Es gibt, wie gesagt, viele Leute, die sagen, ja, wenn ich 65 Jahre alt werde, dann werde ich mir einen Hund kaufen oder ich werde eine Weltreise machen oder ich werde irgendwas entdecken. Das wird nicht funktionieren. Gestern waren wir in Monte Carlo. Das war verdammt schwer. Wie gesagt, wir müssen einen Parkplatz finden. Wir sind am Strand entlang gelaufen mit dem Hund hin und her. Ey, danach war ich fertig. Ich war fertig, ich konnte nichts mehr machen. Ich bin einfach ins Bett gegangen und ich habe einfach geschlafen. Und ich bin 41 Jahre alt. Stellt euch vor, wenn ich jetzt 70 Jahre alt wäre oder 65, lass es 60 sein. Ey, ich bin froh, wenn ich aus dem Bett aussteigen kann. Du hast keine Lust, glaub mir, keine Lust mit 65 oder mit 70 Jahren irgendwo hin zu verreisen. Vergiss es. Wirst du sowieso nicht schaffen. Jetzt ist der Moment. Schnapp dir jetzt deine Träume, schnapp dir jetzt deine Ziele und fang jetzt an. Nicht in 5 Jahren, nicht in 10 Jahren. Vergiss es, das wird sowieso nicht funktionieren. Das ist nur ein Gedanke, dass ich einfach hier loswerden wollte in Andorra, Italien, am 22. August 2017. In diesem Sinne, bleib neugierig, bleib hungrig nach Wissen und vergiss nicht, dauerhafte Motivation ist Kopfsache. Dein Motivator, Dennis Molina.